Hallo und herzlich willkommen, euer Bitwalker hier. Ich will euch heute was zeigen. Nichts Technisches, keine Hardware, kein Unboxing, gar nichts in die Richtung. Es geht heute nur um ein Browser-Game. Wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, habe ich hier ein Bild, das ist nur mein Screenshot vom Leitstellensimulator. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich schon kennen. Für die, die nicht mal wissen, was das überhaupt sein soll, erkläre ich es mal kurz. Wie ihr wisst, bin ich ja hauptberuflich im Rettungsdienst tätig und in unserer Dienststelle gehört zu diesem Einsatzgebiet auch das Besetzen der Rettungsleitstelle. Die Rettungsleitstelle ist der Dreh- und Angelpunkt in so einem System. Alle Notrufe, Telefonate, Anforderungen kommen zum Leitstellendisponenten und dieser muss die ganzen Fahrzeuge disponieren, koordinieren und die Einsätze eben von der Leitstelle aus leiten und dafür sorgen, ja, dass halt alle Notfälle, aber auch die Krankentransporte ordnungsgemäß und in einer entsprechenden Zeit abgewickelt werden. Ja, dieser Job kann stressig sein, aber auch spannend und vor allem abwechslungsreich. Man weiß in der Früh, wenn man in die Arbeit kommt, nie, was so daherkommt, was einem erwartet. Ja, und wenn ihr sowas mal erleben wollt, wie das in etwa sein kann, dem empfehle ich einmal die Seite, die lstsim.de. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal in Natur an. Also wie gesagt, die Adresse ist die www.lstsim.de. Und dann sind wir schon hier. Man kann sich einloggen mit seiner ID. Ich mache das jetzt einmal, damit nicht mein Account hier jetzt vielleicht mit irgendwelcher sehr schlechten Statistik, welche ich erkläre, versaut wird mit einem anderen Synonym. Stelle mir die Startzeit ein und dann geht es auch schon los. So, hier sehen wir wie gesagt unsere Karte, die ich hier frei bewegen kann, kann auch zoomen. Und hier kommt dann auch schon ein bisschen lauter drin unser erster Anruf, den ich hier entgegennehmen kann. Bekommen dann eben die Meldung, hier zum Beispiel ein Anruf, dass jemand in der Wohnung jemand vermutet, aber dieser nicht öffnet. Ich lege hier einen neuen Einsatz an, sage Einsatzfahrt, dann fährt das Fahrzeug mit Blaulicht, sage mal internistischer Notfall, Luftlinie, wer ist am nächsten hierbei, der RTH, der Hubschrauber, natürlich jetzt nicht nehmen, aber einen Rettungswagen schicke ich hin, zugeordnet. Und sage hier Einsatz erstellen und gleich alarmieren. Ihr seht hier, die Alarmierung wird durchgeführt. Hier ist der Einsatzort. Und ihr werdet hier gleich sehen, dass an irgendein Fahrzeug, na, da haben wir eh schon, einen neuen Status bekommt und er fährt jetzt hierher zum Einsatzort. Toll ist, die Fahrzeuge fahren wirklich der Straße entlang und die Geschwindigkeit passt sich auch an, welche Art der Straße das ist. Also das wirkt wirklich sehr realistisch. Und hier ist schon der nächste Anruf. Ich bekomme so schlecht Luft, Asthma. Na gut, kennen wir uns schon aus. Ich weiß nicht, ob Asthma ist nicht drinnen. Atemnot, gibt es sowas? Genau, akute Atemnot. Signalfahrt, Luftlinie am nächsten ist hier ein Rettungswagen. Aber bei 4 Kilometer habe ich auch ein NEF, also ein Notarzteinsatzfahrzeug mit dem Doktor. Den schicke ich auch gleich mit. Es wird alarmiert, hier sieht man, das Fahrzeug wird alarmiert. Diese beiden Fahrzeuge, schon sind sie zugeteilt. Und man sieht, sie fahren von zwei unterschiedlichen Dienststellen dorthin. Sprechwunsch. Der Sprechwunsch kommt von einem Fahrzeug, der will mir jetzt was sagen. Dann schauen wir mal, was er uns zu melden hat. Aha, sind wieder frei, das war ein Fehlalarm. Das haben wir einfach verstanden, Retour zur Wache. Und hier kommt schon der nächste Anruf. So, was will der Anrufer von uns jetzt? Meine Mutter hat seit Tagen Fieber, hustet, schnieft, Hausarzt war gerade da, Lungenentzündung, einen Krankenwagen bestellen. Gut, das heißt, es ist kein Notfall vom Anruf her, eine Fahrt ins Krankenhaus, ich disponiere das immer unter Behandlungsfahrt, Luftlinie, das nächste Fahrzeug, einen Krankenwagen, da reicht der KTW und den Einsatz erstellen und alarmieren.
Die Fahrzeuge haben gerade einen Sprechwunsch geäußert, was man hier sehen kann. Sollte man mal über diese Seite scrollen und übers Übersehen, hier sieht man immer die offenen Sprechwünsche. Die beiden Fahrzeuge sind beim selben Einsatz, das ist dieser hier. Patient mit Asthmaanfall, ohne eigenes Spray, keine weiteren Kräfte benötigt. Na gut, dann sage ich verstanden. Das zweite Fahrzeug von diesem Einsatz wird mir wahrscheinlich dasselbe sagen, beziehungsweise okay, nein, für ihn ist es keine Einsatzindikation, das ist das NEF gewesen. Das heißt, der Rettungswagen alleine kommt klar, dann schicke ich das NEF wieder nach Hause. Und hier rechts oben sieht man die Daten zu diesem Einsatz, wie lange läuft dieser Einsatz, wo ist er, es ist ein Patient, dieser Patient hat den Status momentan 71.1, das ist der Zustandsstatus, wie gut geht es dem Patienten. Und der verändert sich natürlich, desto länger es dauert, bis ein Fahrzeug kommt, desto weiter geht er runter, ist das Fahrzeug dort, bleibt er gleich, braucht einen Notarzt, wenn er dann kommt, wird es besser und so weiter. Das ist je nach Krankheitsbild zu sehen. Und schon wieder der nächste Anruf. Hier ist ein schlimmer Unfall passiert, ein Kleinbus ist über den Bahnübergang gefahren und wurde von einem Zug erfasst. Natürlich, das hört sich jetzt nach mehr an. Hier dürfen wir uns gleich ein bisschen mehr überlegen. VU, Verkehrsunfall, Schienenfahrzeug, Signalfahrt. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen eng werden. Da können wir gleich mal ein bisschen mehr schicken. RTW, KTW, KTW, RTW. Dann brauchen wir sicher mal zwei Notarztmittel und den Hubschrauber schicken wir auch gleich mit. Und die sollen sich das jetzt einmal anschauen. Währenddessen will mir der 485.1 was erzählen. Der 485.1 ist dieser hier. Der ist gerade bei dem Einsatz. Wo ist er denn jetzt? Ist er sofort 485.1? Da ist er. Der ist gerade hier bei der Mutter mit Fieber. Schauen wir mal an, was er von uns wissen will. Oder was uns mitteilt. Verdacht auf Pneumonie. Okay, also eine Lungenentzündung. Erledigt. Ja, und man sieht, hier tut sich jetzt schon einiges. Und natürlich, auch wenn ein Unfall ist, die Notrufe kommen trotzdem weiter herein. Man kann auch mehrere gleichzeitig annehmen. Ja, jetzt kommen die Sachen, die eigentlich mehr realistisch sind, die ganz normalen Krankentransporte. Natürlich, wenn ich so einen Stress jetzt habe mit diesem Großunfall, dann mache ich einen neuen Einsatz. Das wird eine Verlegungsfahrt. Und tue nur den Einsatz erstellen. Der bleibt jetzt offen, der ist jetzt in der Warteschleife. Hier auch, das ist, muss zum Arzt, das ist eine Behandlungsfahrt, sage ich mal. Den disponiere ich noch nicht, da soll ich einfach Einsatz erstellen. Und diese Einsätze, die offen sind, sieht man hier rechts drüben, die sind so einen bräunlichen Ton gehalten. So, der Christoph 51, das ist der Hubschrauber, der jetzt bei diesem Zugsunglück ist. Der will mir jetzt den Status vermitteln, was Sache ist. Das horchen wir uns jetzt einfach mal an oder sehen uns an. So, was haben wir hier? Drei Patienten sind verstorben, vier Schwerverletzte, zwei Mittelschwere und drei Leichtverschätzte. Schicken Sie drei RTW, den Notarzt und einen KTW. Also er fordert jetzt noch an, drei Rettungswagen, einen Notarzt und einen KTW. Drei Rettungswagen, da werde ich den Einsatz einfach bearbeiten. So, schauen wir, ob wir drei Rettungswagen zusammenbekommen. Einmal, der ist schon gleich wieder frei, zweimal, dreimal. Dann einen Notarzt, das ist der nächste, und einen KTW. Und die alarmieren wir jetzt mit. Hier nehmen wir den Anruf noch schnell an. Und wir sehen hier bei diesem Zugsunglück jetzt, das sind alles Fahrzeuge, die disponiert sind, die teilweise schon einen Patienten haben. Hier ist rot zu sehen, was jetzt noch angefordert wurde. Und mit OK sieht man das, was jetzt bereits versorgt ist. Und hier sieht man die verschiedenen Zustände der Patienten. Man sieht hier, der ist jetzt versorgt, da geht jetzt der Zustandsbalken, die Zustandszahl wieder hinauf. Ja, man sieht schon, der Hubschrauber und der Rettungswagen, die fahren schon wieder weg, die haben schon einen Patienten dabei. Hat natürlich den Vorteil, dass die vielleicht irgendwann mal gleich wieder frei werden und ich kann sie dann wieder zu diesem Einsatz hinschicken. So, sobald ich nicht einen Sprechwunsch entgegennehme, wird auch der Einsatz gleich hier aufgemacht. So, unser Patient ist sehr kritisch, schicken Sie einen Notarzt, das heißt, er braucht einen RTW, aber den Rettungswagen habe ich ja schon verständigt, der ist ja schon unterwegs mit Status 3. Das Einzige, was ich jetzt dazu brauche, ist das Notarzt-Einsatzfahrzeug. Und das suche ich mir mal raus, ob ich jetzt noch einen habe.
Neff habe ich keinen, aber der Hubschrauber ist in Kürze frei. Der hat nämlich Status 8, sprich, der ist schon im Krankenhaus und den alarmiere ich einfach mit und der soll das dann gleich machen. Ja, das Zischen, was ihr im Hintergrund hört, das simuliert den Status, der per Datenfunk kommt. So, und schon haben wir wieder zwei neue Anrufe hier. Der Mann hat eine Bronchitis, er soll ins Krankenhaus, das ist ein normaler Krankentransport, der muss jetzt einfach warten. Internistischer, na, Notfall ist es keiner, eine Behandlungsfahrt, so sehe ich das halt zumindest. Ja, das, ob wir einen Krankenwagen haben, wir genug frei, können wir auch gleich schicken. So, Schwester Anne vom Pflegedienst, Karte wird zur Frau Müller. Ja, hier im Browser-Game, oder wie ich euch das vielleicht erzähle, wirkt es ein bisschen sehr locker, das Ganze. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man solche Szenarien von Natura her kennt. Oder ja, probiert es einfach mal aus. Ihr werdet jetzt sehen, man stößt schon mal gerne an seine Grenzen, wenn man da zu wenig Erfahrung hat. Oder ja, wie gesagt, erfahrene Disponenten werden mit diesem Browser-Game jetzt nicht unbedingt ins Schwitzen gebracht werden. Es macht halt einfach Spaß. Für diejenigen, die mit solchen Dingen nichts zu tun haben, kann es mitunter schon sehr spannend werden. Wenn es jetzt eben so ist, wie wir es gerade haben, als Zugunglück und vielleicht dann währenddessen noch eine Massenkarambolage auf der Autobahn ist, wie ich es schon gehabt habe, oder sonstige Notfälle noch dazukommen. Aber auch wenn sie doppelt kommen, heißt das nicht immer, dass sie im selben Einsatzgebiet sind. Es kann dann mal sein, dass man gerade vielleicht irgendwo einen Einsatz hat, so im Randbereich, wo wirklich gerade die Rettungswachen, wie hier zum Beispiel, ist leer sind. Dann kann man sich überlegen, ob man nicht von einer Nebenstelle, sprich, also ich kenne jetzt die Örtlichkeiten hier nicht so genau und kann es nicht sagen, ja, welche Leitstelle ist genau hier im Westen, sondern ich nehme einfach mal, ja, die Rettungsleitstelle Pforzheim, rufe dort an und kann mir dann hier Fahrzeuge holen. Ja, durch Zufall genau die richtige Richtung. Und so gehören diese Fahrzeuge jetzt mir und ich habe jetzt diesen Randbereich hier ein bisschen abgedeckt, falls hier noch was passieren sollte. Ich muss schon sagen, also diese Einsätze sind mehr auf Action ausgelegt derzeit, obwohl ich schon im Forum gelesen habe, sie wollen mehr Krankentransporte einbauen. Ja, es ist einfach realistischer. Im Tagesgeschäft, im Rettungs- und Krankentransportdienst hast du einfach weitaus mehr Krankentransporte wie Notfälle. Hier übrigens die Fahrzeuge mit Status 1 sind die, die einsatzbereit sind. Und die bleiben meistens auf ihrer Position stehen, wo sie sind. Also die muss ich, wenn ich sie in der Dienststelle haben will, per Status zurück zur Wache senden. Dann fahren sie zurück. Was mir noch fehlt, was einfach eine tolle Sache wäre, ist, wenn es hier eine genauere Auswertung geben würde. Sprich, wenn ich eine Beurteilung bekommen würde, zum Beispiel, habe ich Fahrzeuge umsonst geschickt, dann würde das zum Beispiel Minuspunkte geben oder habe ich irgendwas zu lang gebraucht, falsche Fahrzeuge geschickt. Ja, hier irgendwie so ein Punkteschema, dass ich am Ende weiß, okay, ich habe meine Arbeit jetzt effizient gemacht oder wie soll man sagen, betriebswirtschaftlich effizient oder ja, eben nicht. Das wäre noch nett. Aber wie gesagt, der Programmierer von diesem Browser-Game ist momentan studienmäßig sehr eingedeckt. Also ich weiß nicht, wie schnell hier was weitergehen wird. Geplant ist auch die Integration von Polizei und Feuerwehr. In einer Beta-Version mit der Polizei wurde es schon versucht, hat es allerdings ein paar Fehler gegeben. So hat der Entwickler gesagt, nein, stelle ich es lieber wieder zurück auf das System, wie es jetzt ist mit dem Rettungsdienst. Aber wer weiß, also ich sehe sehr viel Potenzial da drinnen und es macht auch wirklich irrsinnig Spaß. Und wie gesagt, für jemanden, der mit Rettungsleitstelle nichts zu tun hat, der mal sehen will, wie das sein kann, in etwa. Natürlich fehlt natürlich hier am Computer zu Hause die Atmosphäre jetzt einmal, die Stimmen, die beim Notruf sind, die Hektik, die vielleicht aufkommt. Aber trotzdem, riskiert mal einen Blick, schaut euch das an, spielt einmal ein bisschen herum. Nach ein paar Versuchen habt ihr sicher das Gefühl drinnen, ihr werdet sehen, es macht euch sicher Spaß. Ja, gut, das war's mal von meiner Seite. Und nachdem heute der 24.12. ist, wünsche ich euch gleich schöne Weihnachten. Und falls wir uns auf meiner Homepage www.bitwalker.at nicht mehr sehen, lesen, hören, auch gleich einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2011. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.